Durch eine erste Ausmessung vor Ort stellen wir die benötigten Maße der Möbel fest. In einem persönlichen Beratungsgespräch beim Kunden gehen wir auf die individuellen Wünsche ein und machen bereits ein erstes Angebot. Mithilfe einer Skizze kann man bereits erkennen, ob die Möbel seinen Vorstellungen entsprechen. Anschließend entscheidet der Kunde noch über die Holzart und Farbe der Möbelstücke. In unserem Holzlager haben wir ständig passende Holzsorten vorrätig. Dabei verwenden wir hauptsächlich einheimische Hölzer. Die ausgewählten Hölzer werden dann in einer Trockenkammer auf ca. 6-8% Holzfeuchte getrocknet. Danach erfolgt ein erster Zuschnitt der Bretter an der Formatkreissäge. Nach dem Abrichten und dicken Hobeln werden die Korpusse zusammengebaut. Feinere Möbelteile werden zugeschnitten und ebenfalls angebaut. Türe und Schubkästen werden vorbereitet und am Korpus montiert. Nach dem Feinschliff sowie dem Beizen und Lackieren sind die Möbel fertig für die Auslieferung zum Kunden. Vor Ort bauen unsere Mitarbeiter die Möbel fachgerecht zusammen und platzieren diese wie vereinbart. So entstehen massive Möbel in Handarbeit nach Kundenwunsch. Drechslerei Stint, Ihr Partner für individuelle Holzarbeiten.